Das ist da drin. Da sind ganz, ganz viele grüne Ärmchen drin. Okay. So. Ich hätte gerne... noch größere Kisten, Nachtsichtgeräte. Upgrade Mining Drill. Das klingt doch gut, machen wir das. So, wir haben hier schon Versorgungsengpässe, weil es kommt nicht genug Wasser an, weil nicht genug Pumpen da sind wahrscheinlich. Weil wir keinen Strom haben. Ja, das ist natürlich auch, wenn wir mit dem System einmal keinen Strom haben, ist vorbei, weil wir haben hier keinen Backup mit dreckigem Wasser. So, ich brauche also Pumpe. Mehrere eigentlich. Und ich brauche jetzt schon die ganzen super tollen Rohre, sonst wird das auch alles nichts. Selbst mit den MK1 Steam Engines wird das schon nichts. Das verspricht nichts Gutes. Aber jedes bisschen, was ich hier mache, sollte eigentlich schon helfen. So. Wir haben hier gar keinen Platz für eine Pumpe, sehe ich gerade. Das ist nicht schön, das müssen wir anders regeln. Da muss eine Pumpe hin. Geht das darum, darum. Da kommt das und da kann dann noch eine Pumpe hin. Noch eine Pumpe hin. So, die Rohre sind durchgehend voll, aber hier hinten kommt halt davon nicht... Ah, doch. Die Hitze reicht noch nicht. Okay, das wusste ich ja auch schon, deswegen bauen wir ja auch mehr Boiler. Und zwar bessere Boiler. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Temperatur geht kurz runter, müsste aber gleich wieder hochgehen. Also bisher haut das hin mit dem Druck. Das sind ja auch nur MK1 Engines, ne? Das fällt gar nicht auf. Null. Naja doch, 10 MK1 Engines, 4,2 MW. Die ganzen anderen machen zusammen 42. Also hey, 10% Stromsteigerung durch meine Rumblödelei hier. Das ist okay. So, eigentlich müssten es aber die da sein. Ne, sogar noch höhere. Die da. 40. Okay, bau die. So. Und anscheinend brauche ich nicht mal bessere Rohre. Das ist sehr komisch. Habe ich denn bessere Rohre? Nee, bau aber trotzdem bitte mal ganz kurz ein paar davon. So, und zwar hätte ich die ganz gerne. Da, da. Da, da. Da, da. Das heißt, die sind jetzt durchgehend gefüllt mit 190 oder 200 frischem Wasser. Gut, da eine Ecke haben wir ein Problem, da brauchen wir noch mehr davon. So. Da. Komme ich wieder nicht raus, das ist nicht so schön. Könntet ihr nicht bitte mal die Kiste da leer machen? Das ist echt. So. Dann das runter, das runter. Das Ding ist auch durchgehend voll. Mehr grüne Rohre. Temperatur 78. Achso, weil ich hier gerade das neu gemacht habe, okay. Ja, die Temperatur hier hinten ist auch nur bei 60. Das reicht nicht so ganz. Ja, gut. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Noch mehr davon. Aber allgemein, es reicht halt nur für die MK1 Steam Engines. Ich werde gleich mal testweise die ersetzen durch MK2er und dann mal gucken. So. Flop, flop. Temperatur 78. Produziert jetzt aber wie viel mehr Strom?
Ja, sieht man gar nicht wirklich. Aber die müssten trotzdem, die haben die gleiche Temperatur, also sie kriegen die gleiche Temperatur, aber der da müsste mehr draus machen. Wäre also auch okay. Ich hätte ganz gerne 260 blaue Chips. Nein. Warte mal. Oh, ich bastel weiter rum. Dumm, dumm. So. Ah, ich habe kein Werkzeug mehr. Ja, machen wir gleich. Da runter, da hoch. Ja, und was ich vorhabe. Ich denke nicht, dass es gehen wird, aber ich will da mal testen. Da, 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 da. Q, Shift, R. So. Weil es ist dann zwar hier 100 Grad, aber da hinten wird es, egal wie viel ich hier in Reihe schalte, nicht mit 100 Grad ankommen. Das müsste das Problem gewesen sein. So. Hau mal ein paar rein, das ist wenigstens schon mal ein bisschen arbeitet. So, cool. 100 Grad, 100 Grad, 100 Grad. Es geht doch. Bin ich jetzt baff? Dann ziehen wir das hier einfach ein bisschen weiter runter. Okay, Roboter, ihr habt ja gerade nicht so viel zu tun. Macht bitte das da alles weg. Hier, das räume ich noch auf. So und so. Wie schaut der Strom jetzt aus? Wir produzieren weniger, weil wir mehr abgerissen haben, ja. Aber die Akkus sind voll. Das hätte ich nicht erwartet. Okay. 100, 100. Du daran bau. Bau erstmal noch mehr von den blauen. Dass wir davon 6 Stück haben. Dann gehen wir Schritt für Schritt weiter. Ich helfe den Robotern hier ein bisschen. So. Gucken wir, ob es immer noch 100 Grad halten kann. Weil ich wäre echt davon ausgegangen. Wir haben zwar hier denn tierisch heißes Wasser, aber dass sobald es hier ankommt, dass es hier schon mal Hitze verliert. Aber das tut es ja nicht. Hier ist es ja immer noch 100 Grad heiß. Da unten könnte es dann weniger werden, wenn die Reihe immer länger werden würde. Wird sie aber nicht. Das heißt, hier ist 100 Grad, 100 Grad, 100 Grad, 100 Grad, 100 Grad. Ist alles gut. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das heißt, ich könnte hier auch noch welche hinbauen, ich könnte da auch noch überall Ärmchen hinmachen, muss ich aber erstmal gar nicht. Ich könnte später auch mit noch besseren Rohren machen, falls es da irgendwo zu Engpässen kommt. Das schaut so aus, als wenn meine Idee funktioniert. Hätte ich jetzt so nicht mitgerechnet. Aber okay. Bau bitte Kisten, weil die immer fehlen. Der Tank hält auch, kommt alles hinterher und es ist nur ein einziger, der arbeitet. So. Durchgehend da am Pumpen. Ist okay. Dich ersetzen. Dich ersetzen. Ja, geht alles auf. Super, 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 super. Und die Angriffe kommen wieder. Das heißt, den ersten Teil habe ich jetzt ein bisschen geholfen. Ich habe ein bisschen geholfen, dass mehr Energie produziert wird. Das sollte ich jetzt auch weiter ausbauen. Danach weiter in die Verteidigungssachen drehen und zwischendurch ein Auge auf die Ressourcen haben. Wie schaut es da so aus? Wir haben genug Eisenplatten, genug Kupferplatten. Wir haben nicht genug hellblaue Science Packs, sehe ich gerade. Müssen wir gucken. Stahl. Wir haben so gut wie keinen Stahl. Das, ja.
Das sollte man auch bei Zeit nochmal genauer angucken. Haben wir noch ein ganz schnelles Ärmchen? Nein. Dann mach bitte da noch einen hin und da noch einen hin. Das muss alles im System sein. Gib mal was davon. So. Und beschränkt die Kiste bitte nicht mehr. So, mach das voll mit Stahl. Gut. Weg. Achso, ich musste noch ein eigenes neues Tool bauen. Handle aus Steel, Head aus Steel, Rod aus Steel, Craft 5-mal. Gott. Ah, schon viel besser. So, Engines. Zack. Weg, 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 weg. So, Rest können die Roboter machen. Dahin, dahin. 100 Grad, 100 Grad, 100 Grad. Überall 100 Grad. Available Performance ist überall 100%. Sehr, sehr schön. Jetzt müssen wir das nur nach und nach halt auf sowas zum Beispiel bringen. Das dauert ein bisschen. Waren wir da nicht schon bei Produktion auf 48? Ach so, wir könnten ja wesentlich mehr, stimmt. Das vergesse ich immer. Okay. Ja, während das da jetzt rumrödelt und ich die ganzen besseren Steam Engines herstelle, sollte ich jetzt gucken, was mit den Batterien ist, weil die werden gerade nicht Batterien werden gerade nicht hergestellt. Das sollte ich überprüfen. Wahrscheinlich, weil ich irgendwo eine Verbindungslinie gekappt habe und die bekommen jetzt kein Kupfer oder kein Eisen oder so. Ja, kein Kupfer mehr. Das heißt, wir machen hier einen Cut. So, du bekommst hier eine, keine große. Du bekommst hier eine Kiste mit Kupfer und Eisen. Was brauchst du überhaupt? Beides, ja. Kupfer und Eisen. 100. 100. Hier einen kleinen Kickstarter. So. Dann läuft das auch wieder. Mit. Nee. Mit Geschwindigkeit. Geschwindigkeit ist da wichtiger. Aber apropos, ich könnte mal die da bauen. Nee, die da. Die brauchen keine blauen. Aber ich bin ja momentan zu sehr beschäftigt da. Das ist okay. Also, Batterien werden wieder hergestellt. Was war mit dem Stahl? Carbon kommt. Daran sollte es nicht liegen. Ah, wir haben wahrscheinlich nicht genug. Wir haben auch genug flüssiges Eisen. Wir haben einfach nicht genug Stahlhersteller. Denn das können wir denn ja auch nachher machen. Also, wir können jetzt ja sehr effektiv oder produktiv Eisen herstellen. Wir können aber auch genauso produktiv jetzt Stahl herstellen. Sogar noch viel, 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 viel produktiver. Weil das Eisen ja schon sehr produktiv war. Wenn ihr wisst, was ich meine. Das stackt ja quasi. Das heißt, wie viel... Achso. Erstmal runter, runter, runter. Wo ist meine Eisenherstellung? Da ist meine Eisenherstellung. Zip, 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 zip. Gut. Ihr seid Dreier-Furnace. Das sind doch die höchsten, die wir gerade können. Ja. Dreier ist das höchste. Bau mal noch zwei davon, bitte. Einmal da, einmal da. Kisten kann ich schon mal vorbereiten. So. Ja. Achso, Ärmchen auch. Du rein, du raus. Du rein, du raus. Ja komm, lass die durcharbeiten, ist okay. Forschung steht gerade still, das ist mir aber auch ganz recht. Weil ich muss dafür sorgen, dass Ressourcen durchgehend da sind. Ich muss dafür sorgen, dass... Oh, warte mal, hier oben wollte ich Stahl machen. Du hättest gerne Eisenplatten. 400 Stück. So. Du bist ein sehr tolles Ding und bist sehr effektiv. Und stellst jetzt Stahl her. Wie viel tust du da rein? Ich sehe das gar nicht.
5 Eisenplatten kommen rein. Und es kommen 2,5 Stahlträger raus. Okay. Werden wir wahrscheinlich trotzdem noch einen brauchen. Eisen wird jetzt runtergehen, weil wir so viel Stahl produzieren. Das heißt, du kommst dahin. Shift rechts, Shift links. Und das sollte schon gewesen sein. Wow. Was war das da gerade? Sah aus wie ein Artillerieschlag. Aber ja, jetzt müssten wir inzwischen genug Lasertürme wieder auf Vorrat haben. Ist okay. Sehe ich zwar gerade nicht im System, also werden es weniger als 50 sein, was nicht so schön ist, aber ja. Wir haben kaum noch grüne Chips. Dafür haben wir sehr viele rote. Yeah. Ja, du musst eine größere, schnellere, bessere Fabrik werden. Und zwar eine richtig schnelle. Die haben wir noch gar nicht, nirgendwo, überhaupt nicht aufgebaut, richtig? Richtig. Draht haben wir 19.000. Krass. Okay. So. Super duper schnelle Fabrik. Da. Hat auch nur ein Slot mehr. Aber wie schnell bist du jetzt? Produktivität 200% und Crafting Speed 1,57. Also ich könnte natürlich auch einfach nur Speedmodule reinhauen, MK7, aber dann verbrauche ich viel zu viele Ressourcen. Das müsste okay sein. Also, wir haben 200 grüne Chips. Immer noch 200 grüne Chips. 220. 230. Es wird langsam mehr. Okay, das ist ein gutes Zeichen. Die kann ich jetzt also in Ruhe lassen. Womit hast du Probleme? Mit dem Reinlegen oder mit dem Rauslegen? Du hast nicht genug Kupferdraht. Da oben war noch zigtausend Tonnen Kupferdraht. Oh, okay, weil die Roboter ausgelastet sind. Da helfe ich mal kurz aus. So. Alles gut? Alles gut. Und das ist richtig ruckizucki flockig. Schön, schön. Okay, also ich denke, es ist Zeit, dass ich mal wieder abspeichere. Ist die letzten 10 Folgen oder so. Ja. Ist der Wahnsinn. Es gibt tierisch viel zu beachten, es gibt tierisch viel falsch zu machen, es gibt... Ne? Aber super, macht irre, irre Laune gerade. Weil so viel optimiert werden kann, so viel beachtet werden muss. Es ist auch gefährlich wegen diesen neuen King-Spuckern und Artillerie-Dingern und... Ja, also, nächste Folgen weiter chaotisch sein und möglichst viel schaffen. Mit möglichst viel hin und her laufen. Weil wenn ich nicht hin und her laufe, übersehe ich überall die Probleme. Aber ich denke, es sollte... Habe ich dich beschränkt? Ja, gut. Gib mir mal bitte einen halben Stack gelbe Fabriken. Das ist krass. Aber es müsste soweit eigentlich okay sein. Worauf ich jetzt achten sollte, wäre Mauern. Mauern. Das sind gar nicht mehr so viele. Also ich sollte weiterhin daran arbeiten, die Mauern alle zu ersetzen. Die besseren Lasertürme stehen jetzt schon seit 20 Folgen auf dem Plan. Aber momentan sehe ich nicht, dass ich es brauche. Oh, Strom. Strom. Viel höhere Priorität, Strom. Also, ich speichere jetzt ab. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Und dann kümmere ich mich um Strom, um bessere Fabriken und ums Balancing von allen Ressourcen, dass von allem immer genug da ist. Also bis gleich.